Der einkomponentige SP351 Fenstermontagekleber überzeugt durch seine Standfestigkeit, Elastizität und sehr hohe Anfangshaftung. Besonders geeignet ist er zum spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlicher Materialien im Fensterbau und bei der Fenstermontage. Da je nach Einbausituation Distanzmontageschrauben allein meist nicht ausreichen, ist bei der Fenstermontage häufig eine druckfeste Hinterfütterung erforderlich. Diese Methode eignet sich besonders für hochwärmedämmende Bau- oder porosierte Wandbaustoffe. Der schnell durchhärtende Kleber bietet eine optimale Druckfestigkeit und wirkt darüber hinaus positiv gegen vertikale und horizontale Eigenlasten. Vor der Fenstermontage wird in der Abdichtung mithilfe der Ilmot-Schere raumseitig ein gleichschenkliges Dreieck ausgespart. Die Haftflächen sind gegebenenfalls mit einem Ilbruck-Primer vorzubehandeln. Einbruchhemmende Elemente sind im Bereich der Schließbleche nach Herstellervorgaben druckfest zu hinterfüllen. Nach der Montage wird die Aussparung vollständig mit dem SP351 Fenstermontagekleber verfüllt. Je Spritzklotz erhält man einen Lastabtrag von 60 Kilogramm. Für EPDM-Folien wird grundsätzlich die Reinigung mit AT-115 empfohlen, da Rückstände auf der Oberfläche eine optimale Haftung verhindern können. Zunächst wird die EPDM-Folie am Bauteil fixiert. Der Kleber wird mit der Hand- oder Akkupistole aufgetragen und innerhalb der Hautbildezeit verklebt. Mit seiner hohen Anfangshaftung hält der SP351 Fenstermontagekleber die schwere Folie sofort in Position. Abschließend mit der Andruckrolle festdrücken. Aufgrund seiner Standfestigkeit eignet sich der SP351 Fenstermontagekleber ideal für die Befestigung von Fensterbänken im Innen- und Außenbereich. Insbesondere die thermische Längenänderung von Metallfensterbänken kann der Klebstoff durch seine Elastizität gut aufnehmen. Zusätzlich wirkt er entdröhnend gegen Körperschall. Zunächst wird der SP351 Fenstermontagekleber auf das Fensterbankanschlussprofil aufgetragen. Danach werden die Kleberaupen mit der mitgelieferten V-Düse im Abstand von ca. 10 cm quer zum Fenster auf die Brüstung aufgetragen. So kann hinterläufiges Wasser unter der Fensterbank ablaufen. Dann die Fensterbank einsetzen und gut festdrücken. Der geringe reaktionsbedingte Volumenschwund des Klebers macht das Justieren und Ausrichten einfach und hält die Fensterbank in Position.